Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu King's Quest. Im letzten Let's Play haben wir die Wachen vorne abgelenkt, wir haben nämlich fiese Bienen auf sie losgelassen, dem hässlichen Karspieler einen Dart verschafft und können jetzt hier oben weitermachen. Und da laufen wir jetzt auch mal instant hin und schauen mal, was wir hier tun können. Ist noch Platz in eurem Halbkreis? Überlasst das mal uns großen Jungs. Das sah jetzt eher weniger vielversprechend aus. Kann ich mit irgendeinem anderen reden? Psst, der Held denkt. Der Held denkt. Alles klar. Da benutzen wir mal das Horn. Noch ein Horn und noch ein fehlendes Mundstück. Sag mal, gibt es hier eigentlich nur fehlende Mundstücke? So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein Seil. Okay. Okay, nein. Ha. Schön wäre es gewesen, aber das klappt nicht. Jetzt könnten wir Selbstmord machen. Oder der andere hätte einfach sein bekacktes Scheißseil einfach hängen lassen sollen. Was für ein Arsch. Aber spielt keine Rolle. Können wir hier mit der Axt was machen? Okay, da hinten ist jemand angepisst. Hier drüben, Kamera. Wollt ihr mich denn alle verarschen? Gut, ich meine, ich habe jetzt hier hinten einen Weg, aber das sind doch echt Affen. Sekunde. Ich habe den perfekten Plan. Okay, dann machen wir den Spaß halt ohne euch. Ist ja egal. Ich weiß jetzt, wo es lang geht. Der Dicke hat den Baum einfach umgeworfen. Was für ein Tier. Und wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Wir haben nämlich einen lustigen Baum. Entschuldigung! Alter! So ein Arsch! Und wir können nicht schwimmen. Okay. Der Baum war zu schwer für mich. Ich musste ihn klein hacken. Was für Affen, Leute. Ernsthaft. Okay, wir sind mindestens genauso arschig, weil wir haben Bienen auf die anderen. Ich ließ die Axt im Baum zurück, weil ich sie nicht mehr benötigte. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Alle fragen immer nach der Axt. Das wird langsam lästig. Oh. Jetzt nimm dir die Axt mit. Ups. Aber wir haben ja ein Seil, wenn ich mich recht erinnere. Und mit dem Seil können wir das Floß zusammenbauen. So. Wir drehen uns einmal um und benutzen unser Seil. Und haben jetzt hoffentlich endlich ein Floß. Bei meinem Glück müssen wir jetzt noch ein Paddel oder irgend sowas suchen.
Aber du hast zwei gesunde Hände, mein Freund. Benutze sie. Okay. 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 Was hat denn der Kleine da hinten vor? Wo geht denn der drauf? Da waren kleine Steine im Wasser, meine Fresse. Einen Moment. Graham, richtig? Ja. Woher kennt ihr meinen Namen? Du wärst überrascht, welche Informationen die Leute preisgeben, wenn sie zu sehr über ihren eigenen Kram nachdenken. Und übrigens, ohne dich hätte es niemand hinübergeschafft. Gut gemacht, Graham. Danke, denke ich. Man wird es dir nie danken. Diejenigen, die ihren Verstand ihren Muskeln vorziehen, gehen meistens nicht in die Geschichte ein. Ich merke schon, wir zwei sind uns ähnlich. Du bist ein kreativer Denker mit Verstand. Um hier zu gewinnen, musst du ihre Stärke, Beweglichkeit und ihr Tempo wettmachen. Und du brauchst einen Freund. Ich bräuchte echt einen Freund. Man nennt mich Money. Sehr erfreut. Also, Freund, was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du Bonbons mit Popcorn-Geschmack? Wann hast du Zeit für Pyjama-Partys? Sind wir in einem Geheimclub? Grün. Ich mag lieber Pizza. Ich habe immer Mittwochs- und Samstagszeit. Und ich würde eher von einer geheimen Allianz sprechen. Allianz? Dieser Wettbewerb wird nicht einfach. Und Daventry braucht Männer wie uns. Zusammen haben wir vielleicht eine Chance. Wie ist der Plan? Wenn du gewinnst, leg beim König ein gutes Wort für mich ein. Wenn ich gewinne, mache ich dasselbe. Bald machen wir Karriere im Schloss. Wir sollten uns jetzt zum Turnierplatz begeben. Du kannst auf mich zählen. Ich glaube dem kein Wort. Mal ganz im Ernst, ich glaube, der verarscht uns. Das können wir wahrscheinlich nicht. Dafür sind wir wahrscheinlich zu holzköpfig. Aber da hinten sind Wurzeln oder ähnliches. Und zwar hier. Und hoch. Und noch eins. Und wir sind auch oben. Dann schauen wir mal zum Turnierplatz. Also ich persönlich glaube, dass der kleine Kasperl uns verarschen wird. Ich denke, dass der sich nicht an sein Wort halten wird. Graham, nach vorn zur Tribüne, bitte. Da wir nun die Liste zurückhaben, ist es meine Pflicht, dir zu sagen, dass du offiziell eingeschrieben bist. Und es tut mir sehr, sehr leid, aber uns sind die Souvenirbeutel ausgegangen. Kein Problem, ich brauche keinen Beutel. Meine Mutter hat mir lauter Taschen in den Umhang genäht. Fängt die nächste Disziplin bald an? Nicht so voreilig, Junge. Die Turnierverordnung schreibt vor, dass jeder Wettkämpfer sämtliche Disziplinen absolviert, um weiterzukommen. Da du dich verspätet hast, hast du den Ritterlichkeitstest und die Willkommensparade verpasst. Diese beiden fröhlichen Aufwärm- und Kennenlernübungen sollen das Eis brechen, bevor wir uns den üblichen Dingen wie Tod, Zerstörung und Halsabschnallerei zuwenden. Vergiss nicht, Zusatz 70 Artikel 4 zu erwähnen. Dazu wollte ich gerade kommen, danke. Im Interesse der Chancengleichheit besagen die neuen Regeln, dass du den Ritterlichkeitstest nachholen darfst, sofern dein Fehlen einen triftigen Grund hatte. Darum frage ich dich, aus welchem triftigen Grund hast du dich verspätet? Ich habe dich nicht wahr. Okay, die hatten ja vorher gesagt, man darf wegen helfen oder was weiß ich was. Nicht vernommen. Ich musste erst meinen Frühstück essen, bevor ich raus durfte. Was genau heißt denn triftig? Fragen wir mal triftig. Was genau heißt denn triftig? Ich vermerke, ist beschränkt. Geh und misch dich unter deine Mitstreiter. Finde so viel wie möglich über sie heraus und komm wieder zu mir, wenn du für den Ritterlichkeitstest bereit bist. Alles klar. Wir sind ein bisschen plemplem und das heißt, wir haben einen triftigen Grund. Reden wir erstmal mit dem Dicken, den finde ich am lustigsten. Danke, dass ihr den Baumstamm umgestoßen habt. So konnte ich eine herrliche Kreuzfahrt machen.
Die Ritter sind mir auf den Zwirn gegangen und ich wollte meine Ruhe. Lass mich jetzt. Weck besser nicht den Stier. Ich habe auch keine Lust auf dieses Gespräch, aber ich muss den Ritterlichkeitstest nachholen. Je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto eher lasse ich euch wieder in Frieden. Ach, dann mach schnell und schwirr ab. Was hattet ihr da in euren Pranken versteckt? Das geht dich nichts an, Federgewicht. Okay. Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Ich bin Graham. Graham... Kein Nachname. Ich wollte nicht mal deinen Vornamen wissen. Und ihr heißt? Man kennt mich im ganzen Land als, sehr dicke. Aber ich versuche gerade einen Imagewechsel, angefangen beim Namen. Nenn mich also Acorn. Acorn. Gut. Wir nerven jetzt nicht weiter. Wir wissen, wie er heißt. Lass mich in Ruhe. Verschwinde! Tschüss, Acorn. So, ich muss jetzt, glaube ich, tatsächlich mit allen von diesen Affen einmal ganz kurz sprechen. Ertasten als... Hi, ich bin Graham. Sicher, erfreut. Und euer Name? Was? Und wie ist euer Name? Was? Du machst wohl Witze, Greg. Unter welchem Fels hast du denn gehaust? Erkennst du nicht dieses wohlproportionierte Gesicht? Nicht Greg. Ich heiße Graham. Und natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ihr seid... Ja. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Oh ja, diese alberne Feder sieht vertraut aus. Baumelt herum wie ein welkes Blatt. Was du brauchst, Gerd, ist ein Hingucker. Wie meine Mähne der Vortrefflichkeit. Hey, die Feder habe ich von meiner Mutter. Ich bin vielleicht albern, aber ihr seid... Ja. Sir, von sich überzeugt. Vorlaut? Doch, du fängst an, mir lästig zu werden, Grant. Ich konnte nicht anders. Aber im Ernst, ihr seid... Ja, dann versuchen wir mal das. Der Traum jeder Frau? Ganz recht. Die Damen lieben Whis. Wen? Wen lieben sie, Gabe? Nicht Gabe, ich... Ach, egal. Ja, euer Name? Ihr heißt... Ihr seid? Keine Ahnung. Eine Sekunde, bitte. Bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Wir müssen wohl herausfinden, wie dieser Kasperl heißt. Geborgen. Ich konnte seine Pracht schon... Yay. Den hier finde ich als einzigen cool. Schurkie. Arthur Mutter. Oh, hallo Graham. Wir haben gerade ein paar Tipps zum Turnier besprochen. Sag Bescheid, wenn du was zu unseren Gegnern erfahren möchtest. Möchte ich. Wie heißt der andere Affe? Was sollte ich über Sir von sich überzeugt wissen? Wie überaus taktlos. Deine Witze sind zwar clever, aber sie schicken sich nicht für einen Gentleman wie dich. Lerne erst mal alle kennen und komm dann zu mir. Ich habe ein paar Tipps für dich. Was sollte ich über Sir Wirtha Pfeil wissen? Das ist witzig, aber du wirst den Ritterlichkeitstest nicht bestehen, wenn du niemanden kennst. Lerne deine Gegner kennen, Graham. Danach sprechen wir über die Strategie. Wir gewinnen nur, wenn wir ihre Schwächen kennen. Okay. Dann müssen Alles wir wohl... Gut. Danke, Manni. Herausfinden, wie die heißen. Ich würde gerne mit dem hier sprechen. Hallo, ich heiße Graham. Sehr erfreut. Achaka. Okay. Das ist ein Indianer, würde ich sagen. Also, wo kommt ihr her? Achaka. Aha, klingt ja exotisch. Okay.
Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Ajaka. Interessant. Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Okay. Tun wir uns zusammen und zeigen Daventry, was Bogenschützen alles können. Was meint ihr? Ajaka. Stimmt. Ihr werdet mir vermutlich nur hinderlich. Ja. Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Ajaka. Okay, ich glaube, da kommt nichts anderes. Interessant. Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Gut, wir haben jetzt Ajaka. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Darf ich jetzt zum Ritterlichkeitstest? Bereit für den Ritterlichkeitstest? Ja, keine Ahnung. Legt los! Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Ajaka. Ajaka! In Ordnung, nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Daventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Ich würde sagen, das ist der hier. Ist er von sich überzeugt? Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Trickfrage. Manny ist der volle Name. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Okay. Schweinekotelett, Minotaurus-Lende, Spriggernbraten, im Grunde alles, was fett ist. Wie viel habe ich richtig? Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du keine Antwort richtig. Misch dich unter deine Mitstreiter und finde mehr lustige Dinge über sie heraus. Komm zu mir zurück, wenn du den Test wiederholen willst. Okay. Das ging ja mal richtig gut. Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Könnte lästig werden. Was willst du? Besser. Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Wie war noch gleich der Name? Sir Speck? Acorn. Sag es, oder du wirst es büßen. Bacon. Okay, der sagt mir nichts. Verzieh dich. Der sagt mir einfach nichts. Und hier der Kasperl sagt mir leider auch nichts. Und der Chuckles. Ich habe meine Pracht schon mit den Vier. Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Eine Sekunde bitte. Bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Wieso sollte ich deinen Namen wissen, wenn du meinen auch nicht weißt, du Bimpf? Ja, Graham? Möchtest du schmutzige Details? Ja, die schmutzigen Details sind die besten. Was sollte ich über Acorn wissen? Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Das ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt. Aber egal. Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Okay. Von Ajaka? Was soll ich über Ajaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Okay. Was sollte ich über Sir von sich überzeugt wissen? Wie überaus taktlos. Gut, da können wir Deine noch nicht zweite machen. Deine Witze sind zwar clever, aber sie schicken sich nicht für einen Gentleman wie dich. Lerne erst mal alle kennen und komm dann zu mir. Ich habe ein paar Tipps für dich. Gut, dann haben Alles wir das gut. erstmal. Danke, mein Vielleicht kann ich jetzt mit dem Dicken hinten wieder reden. Ich meine, wir haben jetzt was Neues über ihn herausgefunden. Allerdings würde ich sagen, das finden wir im nächsten Part heraus. Denn wir überziehen gleich wieder ein bisschen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
abonniert meinen Kanal, falls noch nicht passiert ist, bewertet das Video, schreibt mir Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, wie ihr die Charaktere bisher findet oder was ihr noch gerne sehen würdet. Vielen Dank fürs Zugucken, wir sehen uns bald wieder, bis dahin, ciao!